Hi, ich mach mich vorsichtshalber ein bisschen leiser, so. Ich werde wieder laut reden. Hi, ich bin der Zero. Manchmal mit 3, auch manchmal nur mit einem E und auch schon mal mit einer 0 hinten dran oder einem O. Es kann sein, dass Leute mich nicht kennen, weil man mich nicht kennt, weil ich auch sehr, sehr unregelmäßig bis gar nichts hochlade. Das ist mal wieder ein Video, damit hi. Kurze Story, das ist eine Box, die habe ich bestellt im Oktober 2020. 10. Oktober, um genau zu sein. Loot Gaming, besser gesagt Loot Crate, ist so ein amerikanischer Shop oder so, so ein Anbieter für Lootboxen zu beliebigen Themen. Loot Gaming ist gezielt auf Gaming ausgerichtet. Die hatten im Oktober für ihre, war noch für die Oktoberbox, ja, hatten sie mich quasi geködert wieder mit Dark Souls. Man kann mich halt immer mit Dark Souls ködern. Und ich war so, ja komm, schließ das mal wieder ab. Da war eh gerade zu der Zeit die Upgrade-Box gerade fertig und ich dachte so, ha ja, da kannst du gut damit anknüpfen, so, okay. Und ja, 8 Monate später sitzen wir hier und sie kam tatsächlich jetzt an. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. Ich hätte mich zwischendrin auch mal bei denen melden können und fragen können, hey Leute, ich habe hier 60 € bezahlt, wo ist meine Box, aber ich... Belassen wir es bei, ich hatte keinen Bock, mich bei denen zu melden. Für mich war das einfach schon so totes Geld und ich bin erstaunt, dass es da ist. Okay. Ja, der Karton sieht auch so ein bisschen zerknautscht aus. Hat eine lange Reise hinter sich. 8 Monate am Stück, der ist länger unterwegs gewesen, als ich je war. So, ich habe keine Ahnung. Das sieht halt für mich schon so aus wie, das ist eigenartig. Wenn man im November eine Box bestellt hat, da war dann irgendwie die Halloween-Edition oder so. Ich weiß es nicht mehr. Es würde zwar zu Oktober passen, weil Halloween, aber ich dachte, im November war erst Silent Hill und so. Keine Ahnung. Wir haben Silent Hills Zeug dabei. Okay, ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht das mehr, was ich erwartet hatte. Das ist aber auch nicht die aktuelle Box, also... Das wird schon so seine Richtigkeit haben, denke ich jetzt mal. Gehen wir mal davon aus. Weil ich habe jetzt schon so gedacht gehabt, was mache ich jetzt, wenn das irgendeine andere Box ist, die gar nicht hätte bei mir sein sollen. Kurz Angst gehabt, aber egal, wird schon seine Richtigkeit haben. So. Also das ist die Box, die ich hätte bei mir im November bekommen sollen. Oder im Oktober, egal. Die hätte bei mir ankommen sollen. So, wir haben hier einen Pin. Autofokus. Fokus. So geht das, oder? Ja. Ein Pin. Dann ein Schlüsselband von Dark Souls. Das andere war ja so Eigenwerbung von denen. Ich verstehe nicht, warum man sich für die Farbe Blau entschieden hat, bin ich ganz ehrlich. Verstehe ich jetzt wirklich nicht, aber wir packen so mal aus. Wir sehen hier ein sehr stark beleuchtetes Dark Souls. Und halt hier in Blau noch so ein Bonfire und... Muss ich es mal kurz selber angucken. Beim Rest habe ich gerade keine Ahnung, was das sein soll. Ich erkenne es nicht. Ah, das... Ja. Ist dabei. Ist Goodies. Ist dabei, ne? So, dann haben wir hier noch eine Karte. Mit hier so, danke für gar nichts. Du Sch... Ich bin... gespannt. Ich habe eigentlich schon angekündigt gehabt, ich werde hier einen Haufen Enttäuschung auspacken. Bisher ist es gar nicht so enttäuschend. Das macht mir sehr, sehr viel Angst. Das Ding ist, das ist jetzt blöd zu sagen, aber mit sowas kriegt man mich halt. Ich hab vor Jahren mal bei Loot Raiders damals eine Halloween-Box bestellt und da war halt nur drin. Wirklich nur. Und zum Beispiel war da so ein Monitorreinigungsset drin, wo da als Beschreibung drin stand so, ja, hier, das ist dabei, um die Blutflecken vom Monitor wegzuwischen. Du verstehst, was ich meine. Ja, wow. Das ist großartig. Als nächstes sagen sie noch so, ja, wissen sie, hier, da kriegen sie doch einen Kanister mitgeschickt. Der ist dabei, um den Fluchtwagen zu betanken. ja, also nur so Müll quasi, irgendwelche Sticker mit so Bluttropfen drauf. Und die The Walking Dead Funko Pop Figur, die ich jetzt nicht mag, weil ich keine Funko Pops mag, aber das ist wiederum persönlicher Geschmack, aber der Rest war halt echt Müll. Ja, also wirklich Müll. Aber das hier ist süß, das ist echt süß, also... Den Schlüsselband so, okay, geschenkt so, Anhänger, hätte immer schöner machen können. Wie gesagt, in einer schöneren Farbe, schwarz zum Beispiel. Und der Lachs wäre so, hätte gepasst, aber, ja. Dann ist das hier noch dabei.
Wir machen jetzt einfach auf. Hey, sonst noch was drin? Hallo. Ein Teller. Welche Miller Hospital. Die hießen aber jetzt nicht bei Silent Hill alle so, oder? Ich habe schon so lange Silent Hill nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich meine, Krankenschwestern war auch doch so ein Silent Hill. Also nicht in allen Silent Hill-Teilen gab es Krankenschwestern. Ich müsste Hasuba fragen, der ist da noch mehr drin als ich. Ich meine, wir haben da ein Video gemacht, wo wir 3 Stunden lang gefühlt eigentlich in jedem zweiten Satz, meistens auch meine Schuld, deswegen Silent Hill erwähnt haben. Deswegen, ja, eigentlich peinlich, dass ich es gerade nicht weiß, aber er weiß es bestimmt, der ist da einfach ein Lexikon. Grüße an Tasuba. Also, wir haben tatsächlich hier gar nicht mal so viel. Aber egal. Es ist keine Enttäuschung. Ich würde trotzdem mich Leuten dazu raten, Lootboxen zu holen. Für den Gaudi von mir aus, aber nicht mit der Erwartung, bitte irgendwas Gutes dabei zu haben, weil meistens kauft ihr Enttäuschung, teure Enttäuschung. Aber diesmal tatsächlich bin ich mal nicht enttäuscht. Mano. Ich wollte dieses Video eine Handvoll Enttäuschungen nennen und dann sagen, ja, dass ich es halt enttäuschend finde. Aber ne, kann ich nicht sagen. Habt ihr alles richtig gemacht, Loot Crate. Außer mit der Lieferzeit. Weil 8 Monate ist ein bisschen sehr, sehr lang. Aber ansonsten alles richtig gemacht. Grüße gehen raus von eurem Zero und ja. So, wir sind wieder zurück. 2 Monate später. Wir haben jetzt Anfang September und es kam noch was Zusätzliches an. Ganz witziger Funfact ist, ich hatte ja die Leute von Loot Crate angeschrieben gehabt und gefragt gehabt, ob das nicht ein bisschen wenig ist, das dabei ist. Und die hat mir erst sinngemäß geschrieben gehabt, nö, das ist alles so, Punkt. Dann hatte ich nochmal nachgefragt gehabt, was davon jetzt das Premium-Add-on ist, weil das kommt mir ein bisschen sehr, sehr wenig vor. Und komischerweise, das heißt ja Loot Gaming M. Das M dabei steht ja für das T-Shirt. Kannst du ja mal eine Größe auswählen und dann ist da ein T-Shirt dabei. Das ist wohl jetzt bei meiner Box nicht dabei, auf die ich schon über ein halbes Jahr lang warten musste. Also ist schon mal das versprochene T-Shirt nicht dabei. Und es hieß irgendwie so, das Premium-Add-on, das ist nicht dabei. Und danach hieß es dann auf einmal, okay, doch, das ist dabei, das wird erst noch verschickt gehabt. Okay, jetzt sind wir fast ein Jahr nach der Bestellung und der zweite Teil hier davon ist komplett. Ich habe fürs Gesamtresümee hier nochmal die anderen Sachen nebendran gestellt, dass ich nochmal einen ganzen Überblick darüber habe. Und jetzt gucken wir mal, was wir für eine ASMR-artige Erfahrung haben. So. Und dabei ist noch das hier. Das Blöde ist jetzt, wenn du auf die Seite von Loot Crate gehst, du siehst jetzt halt selber nicht, was genau deine Bestellung war. Das hat mich schon so ein bisschen irritiert gehabt, weil ich dachte, Silent Hill war das Thema für die Leute, die im November bestellt haben. Jetzt habe ich halt im Oktober bestellt und egal, ich habe mich ja gefreut gehabt. Und ich meine, das Premium-Add-on war irgendwas anderes, irgendein Plüschtier oder so. Da ist das jetzt nochmal auch, ja. Ja, ne? Ich meine, sie wussten so, Zero, der Hedgehog, der freut sich da bestimmt drüber und Eggman oder Dr. Robotnik, ja genau, und Metal Sonic so, ja, da freut er sich bestimmt, wenn er schon der Hedgehog heißt, deswegen hatten wir das eingepackt, ganz bestimmt nur deswegen. Und ja, es ist ja ganz süß, also, ja, süß sind sie. Dann haben wir jetzt hier quasi das hier. Den hier, allerdings ohne hier das Gläschen, das hat mir meine Freundin gegeben. Diesen wunderschönen Schlüsselanhänger, auf dem auch irgendwas anderes stehen könnte als Dark Souls, weil es abseits von der Bedruckung null danach aussieht. Warum wählt man nicht schwarz? Alles bei Dark Souls ist schwarz gestaltet mit weißer Schrift. Warum blau? Den Button hier, reine Eigenwerbung. Und den Teller. Ich hatte ja gefragt gehabt, noch bei der ersten Aufnahme, ich weiß gar nicht, in welchem Silent Hill-Teil ein Krankenhaus vorkam. In jedem. Einfach in jedem. Also, ja, dumme Frage. Grüße an Tasova. Ach ja. So, das war's dann. Also, ihr müsst selber wissen, so, ihr habt das jetzt gesehen. Das hat jetzt bei mir 68 Euro in der Bestellung gekostet.
Plus zweimal Einfuhrgebühren. Müsst ihr wissen, ob es euch wert ist. Ich bin kein Fan von Lootboxen. Ich werde es am Ende vom Tag nie sein. Und ja, ich habe angefangen gehabt bei dem ersten Video, dass es keine totale Enttäuschung war. Es war jetzt auch keine totale Enttäuschung, aber ich würde es trotzdem nicht wieder machen. Außer ich will wieder ein Video aufnehmen. Dann muss ich natürlich ganz groß hier wieder die Kohlen rausschmeißen. Oh, das sollte ich nicht machen, das ist sehr, sehr laut. Entschuldigung. Grüße mit eurem Zero. Ja, Mensch. 2 Monate warten, um 5 Minuten aufzunehmen. Das hat sich nicht gelohnt.